Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Brillenwerte nach der Operation verschlechtern, ist natürlich gegeben. Ja? Jedoch vor der Operation und bei der Behandlungsplanung suchen wir gezielt nach der Stabilität, nach der refraktiven oder Brillenstabilität. Die Brillenwerte sollten sich in den letzten 1 bis 2 Jahren nicht verändert haben. Und wenn diese Werte stabil sind, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft die neuen Werte, also die nach der Korrektur, dass sich das Sehvermögen nicht verändert. Natürlich, ja, wir haben hier mit einem Gewebe zu tun und kleine Abweichungen sind möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die gleichen Brillenwerte wie vor der Operation bekommen, ist extrem gering.